Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Lesung der Lesehore aus dem Stundenbuch der Kirche, ja in der zweiten Lesung, ist ein Teil der Ansprache von Papst Paul VI. Bei seinem Besuch in Nazareth 1964. Und er spricht dort von einer Schule, von der Schule von Nazareth, ja vom Lehrstuhl von Nazareth, spricht Papst Paul VI. Sogar. Wir können von der heiligen Familie von Nazareth lernen. Jesus, Maria, Josef. Und Papst Paul VI. Er sprach damals von diesem Lernen von Jesus, von Maria und Josef. Und das Erste, was wir lernen können, ist das Schweigen und das Hinhören auf das Wort Gottes. Ja, auch wir sollen hinhören auf das Wort Gottes im Schweigen, im Gebet, so wie Josef und Maria in Nazareth, und immer auf Jesus schauen, auf den Sohn Gottes. Er soll die Mitte unserer Familien sein. So können wir lernen, was Gott uns schenkt, was Gott von uns will und wozu Gott uns gerufen hat. Ja, auf das Antlitz Jesu schauen, auf das Antlitz des Sohnes Gottes, wie zuerst die Gottesmutter Maria es getan hat. Von ihr hat ja der Sohn Gottes Fleisch angenommen, ist von ihr in ihr Mensch geworden. So sollen wir ja von ihrem Beispiel lernen, wie wichtig es ist, immer Jesus im Zentrum zu haben, ja ins Zentrum zu stellen, den Retter, den Erlöser. Und wie wichtig es ist, wenn auch unscheinbare Dinge getan werden, ja, wie kostbar auch die Hausarbeit ist, das häusliche Leben. Wie kostbar es ist, wenn wir etwas aus Liebe zu Gott und den Mitmenschen tun. Heutzutage ist es oft viel wichtiger, dass wir Geld verdienen, dass wir wirtschaftliche Erfolge haben, dass wir Karriere machen. Nein, viel wichtiger ist es, Jesus zu vertrauen, auf ihn zu schauen, für ihn da zu sein, ja, für die Kinder da zu sein. Und was mir auffällt, ist, dass in diesen, ja gut, 50 Jahren, die seit damals vergangen sind, seit 1964, seit dieser Ansprache von Paul VI. In Nazareth, sich so viel ereignet hat. Und heutzutage scheint kein Bereich mehr umkämpft zu sein als die Familie, ja mehr bedroht zu sein. Wie bedroht ist heute die Familie, diese von Gott geschenkte und gewollte Ordnung. Man versucht, alles in Frage zu stellen. Sogar dieses Recht eines Kindes, Vater und Mutter zu haben, sogar das wird in Frage gestellt oder gar untergraben. Ja, ein Kind hat ein Recht auf Vater und Mutter. Und so ist uns die heilige Familie von Nazareth auch darin ein Vorbild, ein Beispiel. Jesus hat einen irdischen Vater gehabt, obwohl er Sohn Gottes ist, wollte er Josef seinen Vater nennen, hat ihn als seinen Nährvater angenommen. Und die Gottesmutter Maria als seine Mutter. Ja, mögen Josef und Maria uns heute auch Fürsprecher sein, für unsere Familien, um Schutz
dass die Familien geschützt werden vor allen staatlichen Übergriffen, vor allen falschen Lehren, vor aller Indoktrination von gewissen Gruppen, die versuchen, ja, den christlichen Geist und die christlichen Werte auszulöschen, zu vernichten. Schauen wir hin auf Jesus, auf sein Wort und bewahren wir es. Nehmen wir die Gebote Gottes ernst. Sie sollen Grundsätze sein für unser Leben, für unser Zusammenleben. Und was damals Paul der VI. Auch gesagt hat, ist, dass ja das, was ein Kind in der Familie lernt, durch nichts anderes ersetzt werden kann. Ja, was ein Kind durch das Beispiel, vor allem durch das Beispiel der Eltern lernt, kann durch keine andere Lehre, durch keine andere Person oder eine andere Gruppe irgendwie ersetzt werden. Vor allem ist es diese gegenseitige Liebe, die wir alle brauchen, durch die wir wirklich wachsen können, durch die wir zu gesunden und freien und glücklichen Menschen heranwachsen können. Und wie wir heute in der Lesung gehört haben, alles geschehe im Namen Jesu, alles geschehe im Namen Gottes. Ja, in seinem Namen sollen wir wirken, sollen wir handeln. Der Herr schenkt uns seine Kraft, seine Gnade. Ihm dürfen wir vertrauen, ja, wie Josef, wie Maria, wie der greise Simeon im heutigen Evangelium, der fest und unerschütterlich vertraut hat, dass Gott verwirklicht, was er verheißen, versprochen hat. So ist uns auch der greise Simeon ein Vorbild in diesem gläubigen Vertrauen und ebenso die Greisin Hanna, die scheinbar ja nichts tun konnte, außer zu beten, zu fasten, zu glauben. Aber sie haben den Messias erkannt. Sie haben dieses Licht geschaut, dieses Licht Gottes, das so viele andere nicht gesehen haben, weil sie ein offenes Herz hatten für Gott, für sein Wort. So möge der Herr auch uns heute neu sein Licht zeigen, sein Licht aufleuchten lassen, für uns und für alle Suchenden, für alle, die in die Irre gegangen sind. Ja, dieses Licht Christi möge hineinleuchten in unsere Familien, in unsere Gesellschaft, damit wir verstehen, dass wir nur dann glücklich, froh und freie Menschen sein können, wenn wir auf das Wort Gottes hören und wenn wir die Gebote Gottes beherzigen, wenn wir bereit sind, Jesus, dem Retter, Glauben zu schenken und ihm nachzufolgen, wie Jesus es uns zeigt, wie er uns durch sein Beispiel einlädt und wie auch Maria es uns zeigt, die Mutter des Herrn. Ich denke, eine große Hilfe für unsere Familien ist auch das Rosenkranzgebet. Da betrachten wir die Geheimnisse der Erlösung, da empfangen wir neue Kraft. Ja, möge dieses Gebet des Rosenkranzes auch wieder neu in unseren Familien verwirklicht werden. Ja, so ist die heilige Messe, der Empfang der heiligen Eucharistie, das Bußsakrament, ja die Sakramente der Kirche, ja das Gebet in der Familie, besonders auch das Rosenkranzgebet, eine starke Hilfe, ja eine Hilfe, die Gott uns schenkt, damit wir in allen Stürmen des Lebens, in allen Schwierigkeiten am Glauben festhalten und das Heil schauen, das der Vater uns schenkt in seinem Sohn. Ja, damit wir dieses Leben gewinnen, das Jesus uns durch sein Leiden und Sterben am Kreuz, durch seinen Tod und seine Auferstehung erworben hat. Amen.